herzlich willkommen zu unserem Open Innovation Event, 24 Stunden in Heidelberg. Schön, dass ihr hier seid. Open Innovation, was heißt das? Open Innovation ist eigentlich eine neue Form, die wir seit 2 Jahren durchführen, wo wir ganz bewusst sagen, Entwicklungsarbeit, Arbeit an relevanten Themen, an Themen, die uns beschäftigen. Und wir hatten letztes Jahr zum ersten Mal unseren ersten Open Innovation Teil zum Thema systemische Strategiearbeit. Und jetzt eben das Thema systemische Beratung oder Beratung und Digitalisierung. Was kommt da auch auf uns als Berater zu? Ich glaube, dass wir mehr Fragen stellen werden hier. Die Überlegung war auch, wie können wir unseren eigenen Zugang zum Thema Digitalisierung nochmal befragen. Welche Glaubenssätze haben wir eigentlich zu diesem Thema? Was treibt uns an? Ja? Und aber natürlich auch die Frage, was erleben wir ganz konkret im Feld? Ich freue mich sehr, dass so viele von euch hier sind und dass wir da mal gemeinsam drauf schauen. Wir wollen eigentlich diese vielen Fragen, die da noch offen sind, mit euch gemeinsam erarbeiten, bearbeiten und daraus was heben, was kristallisieren und werden deswegen wenig bis gar nichts von vorne präsentieren, sondern ganz viel in Barcamp-artigen Sessions mit euch gestalten, weil da ja ganz viel einfach noch offen ist und es gibt da viele Fragen, aber auch noch wenige, glaube ich, feste Antworten. Und da haben wir uns dann, das haben wir ja auch geschrieben, so auf diesem Spektrum bewegt zwischen Digitalisierung verändert alles, es verändert Unternehmen sehr fundamental und Digitalisierung ist auch nur eine Veränderung, so wie es die irgendwie schon früher schon öfters gab. Und irgendwo dazwischen, vermutlich wird es sein. Wir wollen also jetzt in den 24 Stunden, wollen wir versuchen, uns selber zu befragen, was bringen wir mit, worauf können wir auch stolz sein und was macht uns auch stark. Aber wo müssen wir auch vielleicht unsere Haltungen und unsere Settings und Architekturen, auch die Art, wie wir intern, extern zusammenarbeiten, was löst das eigentlich auch aus? Und da wollen wir Fragen stellen und uns selber überprüfen. Und ich glaube, dass da auch die ein oder andere Antwort oder Perle auch dabei sein wird.